Hallo meine Lieben, so jetzt gucke ich mal, braucht mal Licht. Ich mach mal Licht an. So, ich habe noch einen Mischmasch von Teddy und von Kick. Sind so ein paar Kleinigkeiten. Und zwar, ich habe mir jetzt nochmal eine Powerbank gekauft für 2,99. Die andere ist echt gut, reicht bis zu 2,5 Ladungen ungefähr, um von knapp 3% oder 5% das Handy wieder voll zu machen. Also echt gut. Dann habe ich entdeckt, ist so ein bisschen gemischt, mache ich jetzt. Bei Teddy für 2 Euro statt 7 Euro so einen coolen Füller. In zwei Farben habe ich den jetzt mal mitgenommen. Sind aber ist genau das gleiche. Und ja, da bin ich mal gespannt. Dann habe ich mir mitgenommen das Klebeband. Ich habe meins irgendwo hingelegt und finde es nicht und ich möchte das einfach mal testen. Ich mag das zwar vom Action, das für 31 Cent, aber teilweise, ich habe hier ein paar Sachen aufgeklebt, das fängt sich an wieder abzulösen und daher oder klebt auf gewissen Oberflächen von Papieren nicht, so wie ich das möchte und lässt sich zu leicht ablösen, deswegen will ich mal ein anderes ausprobieren. 1,50 €. Dann durfte dieses Washi-Tape mit. 1 Euro. Dann habe ich bei der lieben Nina dieses Washi-Tape gesehen und habe gehofft, oh, bitte lass es unseren Teddy auch haben. Aber unser Teddy hat es nicht. Ich war jetzt in einer etwas größeren Filiale und da hingen dann halt alle aus. Und mir ging es hauptsächlich um die mit den Buchstaben. Jetzt hoffe ich, dass das super gut klebt. Da sind 6 Rollen drin, a 10 Meter. Das heißt, hier sind 60 Meter Washi-Tape für 2,50 €. Also absolutes Schnäppchen. Und man kann das sogar kolorieren. Dann habe ich für den kleinen Socken mitgenommen. Und noch mehr Socken, je 1,99 €. Hier 5 Paar zu einem Preis von 1,99 € und hier 4 Paar. Die lasse ich noch ein bisschen liegen, weil sie sind ein bisschen groß. Die passen jetzt. Und ja, also für 4 Paar fand ich das super. Und ich habe auch dieses Klebeband gesehen. Es gab es noch von Frozen. Und ich hatte bei, ich glaube, Regenbogenfrosch bei der lieben Barbara den Preis nicht gesehen und war mir nicht sicher, was das gekostet hat. Also es ist 1,59 € und das durfte dann auch mit. Und bei uns gab es halt zwei verschiedene Varianten. Auch bei einem größeren Kick, weil bei unserem gab es das nicht. So, dann habe ich mir einmal diesen Block mitgenommen. Für 2 Euro einmal diesen. Dann habe ich noch was vergessen, euch zu zeigen. Das habe ich meinem Papa zum Männertag gekauft. Und zwar eine Luftmatratze. Und mein Papa trinkt so gern Bier. Und die haben zu Hause, also bei meinen Eltern zu Hause, ist ein Pool. Und ja, ich glaube, das ist das Highlight zum Männertag. Geht morgen auf Reisen. Wird noch schön verpackt. Ich habe es bei Action für 6,50 €, 6,49 €, 6,59 €, irgend sowas in dem Dreh. Aber er musste mit. Und in dem großen Teddy, wo ich war, gab es Black-Blöcke. Und darunter lagen die gleichen von Teddy. Ich denke, ihr werdet sie kennen. Ich blätter, glaube bloß mal den. Wartet mal. Den fand ich so retro. Also, das wird bestimmt ein Hammeralbum. Zu jemanden, der jetzt demnächst Geburtstag hat und in den Jahren so feierlich gefeiert hat und Partybilder und ja, dann einmal der und einmal der und der ist also die Farben, also das ganz bunte nicht, aber das ist ganz nett. Dieses hier, dieses Verwaschene, kann man sich viel selber machen. Aber wenn man das braucht, dann ist man zu faul. Und ich zeige euch jetzt den Preis. Wahnsinn, oder? Also die mussten sein. Hoppala. Und das war es eigentlich schon. Das war mein kleiner Teddy-Kick.
Naja, Action und Kickhole. Ihr Lieben, ich räume schon wieder alles weg. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.